Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, wir sind wieder hier zusammen im Agile Care Workshop heute Abend. Und ich begrüße Sie recht herzlich, hier zusammen mit uns die nächsten Minuten zu verbringen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch darauf, wenn Sie stattdessen die Aufzeichnung anschauen und nicht live dabei sein können. Das ist ja auch möglich und das ermöglichen wir auch, indem wir dann Ihnen die Aufzeichnung zuschicken, den Link, und Sie dann auch dort in der Aufzeichnung noch Fragen an uns stellen können und wir sie Ihnen dann auch sehr gerne beantworten. Ja, und natürlich darf nicht fehlen, Dankeschön, Papi, Mutti, dass ihr mich unterstützt mit den Fragen im Chat, sodass wir eben die auch noch während des Vortrags hier während des Workshops noch beantworten können. Und ja, damit können wir doch auch schon mal starten. Ich sehe schon im Chat auch viele liebe Leute, die hier sich melden und uns einen schönen Abend wünschen. Dankeschön. Und ich beginne jetzt mit dem Vortrag. So. Da die Überprüfungsdatum passt zum heutigen Tag, heute Montag, 24. Juli 2023. Somit hat das geklappt und ich kann das hier einfachheit halber Ihnen schön darstellen. Und ich gebe Ihnen auch jetzt schon hier die Möglichkeit, die Files sich downzuloaden. Und weil ich im Workshop auch noch weiter darüber spreche, gebe ich Ihnen hier auch noch zwei weitere Dokumente, die sich gerne downloaden können, jetzt hier schon. Einmal geht es um unsere Empfehlung zur Verbesserung der Elektrolyte und das andere Dokument, dabei handelt es sich um unsere Empfehlungen für Naturzeolith. Also, wenn Sie möchten, können Sie sich auch dieses herunterladen. Ja, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und wir haben bei allen Erkrankungen Mikroorganismen in Disbalance, die sich auf Zellenebene in Symbiose mit den Symptomen bzw. der Erkrankung befinden und mit den für diese Erreger spezifischen elektromagnetischen Frequenzen und Frequenzmustern können diese Erreger eliminiert werden. Und das gelingt uns mit Agile Care sehr gut, weil wir mit Agile Care diese spezifischen elektromagnetischen Frequenzen erzeugen und sie sehr gut mittels der Methode der Übertragung über die Handelektroden bzw. Haftelektroden, man nennt diese Übertragung auch PET-Übertragung, also PET aus dem Englischen für Elektrode. Voraussetzung für die sehr gute Aufnahme und Weiterleitung der Frequenzen durch das menschliche Gewebe zu den betreffenden Erregern hin sind die Elektrolyte, weswegen wir in unseren Empfehlungen zu den optimalen Randbedingungen empfehlen, die Elektrolyte im Körper zu verbessern. Das gelingt aus unserer Erfahrung sehr gut mit dem Zitronentrunk, dessen Rezeptur Sie sich hier eventuell schon heruntergeladen haben, oder Sie können auch diese Rezeptur bei uns auf der Seite ulrich-mtc.de/download erhalten. Ich habe Ihnen den Link hier auf der Folie eingetragen. Und es gibt aber auch auf dem Markt sehr viele auch andere Erzeugnisse zur Verbesserung der Elektrolyte. Und aber dieses Rezept des Zitronentrunks ist aus unserer Sicht am einfachsten für uns, also für Sie selbst herstellbare, bei hervorragender Wirksamkeit des gewollten, also der Verbesserung der Elektrolyten. Und somit empfehlen wir dies auch. Eine weitere Verbesserung ist, wenn Sie bei bestimmten Anwendungen anstatt der Handelektroden die für Agile Care geeigneten großen Haftelektroden einsetzen. Sie übertragen die elektromagnetischen Frequenzen genauso gut wie die Handelektroden, jedoch kommen Sie eventuell mit den Haftelektroden näher an den, in Anführungszeichen, Ort des Geschehens.
Also haben damit eventuell sogar eine verbesserte Effektivität aus der Sicht heraus. Also wenn Sie die beeinträchtigten Erreger so schneller erreichen. Zum Beispiel, wenn Sie Arthrose oder Arthritis im Knie haben, so ist also davon auszugehen, oder wir gehen davon aus, dass die betreffenden Erreger sich auch in anderen Gegenden im Körper angesiedelt haben und so dort aber keine Beeinträchtigung, aber oder noch keine Beeinträchtigung verursachen oder nicht in dem Maß wie zum Beispiel im Knie. Dann setzen Sie die großen Haftelektroden direkt am Knie ein, nämlich da, wo Sie als die größte Beeinträchtigung für sich bestimmen, um dort am ehesten die betreffenden Erreger zu eliminieren. Der Einsatz von AgilCare Parallel bzw. AgilCare Pro in Verbindung mit dem Erweiterungskit trägt noch mehr zur Verbesserung der Effektivität bei, damit zwei Kanäle, also anstatt bei AgilCare Pro lediglich ist nur ein Kanal zur Aufnahme der elektromagnetischen Frequenzen bereitgestellt. Wir haben hier bei AgilCare Parallel bzw. bei Nutzung des Erweiterungskits haben wir die Möglichkeit, über zwei Kanäle die Frequenzen aufzunehmen. Und unsere Beobachtungen und Erfahrungen haben gezeigt, dass die Effektivität hier durch dieses Vorgehen um circa 60% erhöht ist. Das ist ein enormer Schritt zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität, weswegen ich das deswegen hier auch Ihnen mitteile. Wir haben noch weitere Vorteile von AgilCare Parallel bzw. AgilCare Pro im Zusammenhang mit dem Erweiterungskit. Und zwar geht es hier um die Komfortabilität. Also Sie haben hier die Möglichkeit, zwei Personen zeitgleich, die dasselbe Programm bzw. dieselbe Anwendung durchführen und somit dann eben komfortabel dann beide gleichzeitig dieses Programm nutzen können, um dann die andere Zeit dann auch wieder gemeinsam zu verbringen. Dann Komfortabilität, nämlich indem Sie gleichzeitig das Trinkwasser markieren, während Sie selbst dasselbe Programm bzw. dieselbe Anwendung durchführen. Und natürlich die Komfortabilität, nämlich wenn Sie vier Haftelektroden an einer Person anbringen. Somit haben Sie da in einer Person sowohl die Komfortabilität erhöht als auch die Effektivität sehr gut ausgenutzt. Für die Optimierung der Randbedingungen während der AgilCare-Anwendung sollte darauf geachtet werden, möglichst viel beziehungsweise eine hohe Bandbreite zur Aufnahme der Frequenzmuster zur Verfügung zu haben. Also am besten gelingt das, wenn man sich nur auf die AgilCare-Anwendung konzentriert. Man kann auch meditieren, zum Beispiel die Augen schließen, das geht auch, den Raum abdunkeln, so machen das manche, leise, aber nicht aufregende Musik hören. Das legen Sie selbst fest für sich. Und wenn Sie zum Beispiel feststellen, Sie kommen nicht so gut zurecht beim Eliminieren der Mikroorganismen mit AgilCare, dann können Sie für sich schauen, ob in diesem Bereich oder eventuell in anderen Bereichen etwas noch justiert bzw. optimiert werden kann. Zur Entgiftung, und zwar geht es hier um die Randbedingung nach den Anwendungen von AgilCare. Zur Entgiftung der eventuell durch die Eliminierung der betreffenden Mikroorganismen freigewordenen Toxine und Zellbestandteile der eliminierten Erreger empfehlen wir die Einnahme von Natur-Zeolithin-Mikrometer. Deswegen habe ich eben vorhin auch das Dokument nochmal gegeben, dass Sie das sich eventuell herunterladen können, wenn Sie das möchten. Wir empfehlen es zweimal am Tag einzunehmen und unsere genauen Anwendungsempfehlungen, wie gesagt, haben Sie sicher dort heruntergeladen, beziehungsweise können Sie sich auch im Bereich ulrich-mtc.de/download, der Link ist auf den Folien weiter vorne, Sie erinnern sich, dort können Sie sich das auch immer noch mal herunterladen. Im Übrigen empfehlen wir das Entgiften mit Natur-Zeolithin-Mikrometer nicht nur als Randbedingung nach den Anwendungen von AgilCare, sondern auch sonst. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir umgeben sind von Schadstoffemissionen, die inzwischen über 2 Kilogramm pro Erdenbürger pro Tag betragen.
Das ist eine ganze Menge. Und Naturzeolith 10 Mikrometer hat aus unserer Sicht viele Vorteile, weswegen wir es Ihnen hier empfehlen. Es ist ein reines, hochwertiges Naturprodukt mittels eines patentierten Vermahlungsverfahren wird die Korngröße von 10 Mikrometer, also die Homogenität der Korngröße, garantiert. Also wenn Sie zum Beispiel bei Angaben über durchschnittliche Korngröße sich das anschauen, dann können sich dabei auch Kleinststäube befinden. Und Kleinststäube sind also Teilchen im Nanometerbereich. Und die wollen Sie sicher nicht in Ihren Körper einbringen. Naturzeolith vollführt die Entgiftung entlang des Verdauungstraktes von Mund bis zum Po, also oder After, manche sagen Anus, also ich sag Po. Sie wissen, was ich meine. Und dabei werden zuallererst die Schwermetalle adsorbiert. Und dabei an oberster Stelle steht das Blei, was hier ganz zuallererst eben adsorbiert wird vom Naturzeolith. Und bei Bedarf wird der Körper mit Mineralien versorgt, die er bedarf. Ne? Also zum Beispiel Siliziumdioxid, was ganz wichtig ist für unsere Grundsubstanz der extrazellulären Matrix, also das Bindegewebe. Und wir haben mit Naturzeolith liegen auch praktische Erfahrungsberichte vor, in dem Naturzeolith auch Allergien entgegenwirken könnte. Und zwar wird das überschüssige Histamin, was eben bei einem allergischen Anfall, einer allergischen Reaktion ausgeschüttet wird im Körper, wird durch Naturzeolith adsorbiert, also wird dann aus dem Körper herausgenommen. Somit kann die allergische Reaktion abgewandt bzw. Gemildert werden. Und für diejenigen, die da betroffen sind, ist das ein sehr guter Hinweis. Ich selbst bin auch betroffen und konnte das auch selber auch schon hier selbst beobachten. In dem hier eben dann die befürchtete allergische Reaktion nicht so stark ausgefallen ist, wie befürchtet, wie gesagt. Ja, wir haben also nicht nur praktische Erfahrungsberichte von Naturzeolith, aber auch praktische Erfolgsberichte von Anwendern von AGCare erhalten und die möchte ich Ihnen hier noch vorstellen. Wir haben Mitteilung bekommen über jemanden, der Rötungen und kleine, etwas juckende Bläschen unter den Achseln, aber auch unter den Brust bzw. zwischen den Beinen bemerkt hat. Und hier wurden wir einerseits um Rat gebeten, aber auch andererseits selbst ist diejenige auf die Suche gegangen nach einer Anwendung und hat die Anwendung BOE 9. Das ist ja eine der ganz neuen Anwendungen bei uns im Programm. Also BOE 9 ist der Code und der Name der Anwendung ist Candida auris. Und die Anwendung ist einmal durchgeführt worden, nach unserem, also laut dem Bericht an uns. Und dort hat dann schon vermerkt worden, ist schon vermerkt worden, dass das Jucken aufgehört hat. Und auch die Rötungen zurückgegangen sind. Es ist dann natürlich in dem Bereich, denkt man eigentlich auch eventuell erstmal an eine Allergie, aber auch an Pilze natürlich. Und das muss sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Wir haben eben da die allergische Reaktion, die aber auch durch die Darstellung, auch das Jucken und man will ja dann auch ein bisschen da mit den Händen dort kratzen, dann die Möglichkeit gibt, dass dort Pilze dann auch in den Körper eindringen können. Also hier der Erfolgsbericht mit der Anwendung BOE 9 Candida auris. Dann eine weitere Mitteilung an uns, und zwar die Betroffene war von Heuschnupfen belastet im Frühjahr und konnte mit der Anwendung A261, also A261 Pulinosis in Klammern Heuschnupfen. Sie hat diese Anwendung zweimal an 2 Tagen mehrmals hintereinander durchgeführt, konnte damit hier ihre Erscheinung, also den Heuschnupfen,
abwenden und für sich hier dann den Erscheinungen für sich ein Ende setzen, was sehr erfreulich ist. Auch das ist dieselbe Anwenderin, die hier betroffen gewesen ist, und zwar durch plötzliches Nasenbluten mehrmals am Tag. Ob das jetzt im Zusammenhang mit dem Heuschnupfen gewesen ist oder was anderes induziert ist, ist uns nicht mitgeteilt worden, ist aber auch nicht wichtig, weil die Anwendung, die sie hier durchgeführt hat, ich hoffe, Papi, kannst du mir einen Hinweis geben, hört man den Regen sehr stark? Den Regen hört man, aber das stört nicht. Okay, danke schön. Gut, dann werde ich nicht mehr so irritiert sein. Danke sehr. Also diejenige hat eben plötzlich Nasenbluten mehrmals am Tag bekommen und konnte mit den Anwendungen A40, ich wiederhole den Code, A40, und die Anwendung heißt Blutungen, und die zweite Anwendung, die sie durchgeführt hat, C1421. Ich wiederhole den Code C1421, und die Anwendung heißt beruhigende Wirkung. Und mit diesen beiden Anwendungen konnten sie entsprechend für sich die schnelle Verbesserung ihrer Lebensqualität erreichen. Und auch noch ein Bericht, den wir erhalten haben, sind oftmals in der Nacht Krämpfe in den Unterschenkeln und in den Füßen aufgetreten. Ja, eventuell der eine oder andere von Ihnen wird das für sich eventuell auch schon mal erlebt haben. Und hier wurde uns gemeldet, dass diese beiden Anwendungen C1529, das ist der Code, also C1529, und die Anwendung heißt durch Subluxation verursachte Störungen. Und die zweite Anwendung A217, ich wiederhole den Code, A217, Muskelkrämpfe, wurde hier erfolgreich dort, konnte gegen die erfolgreich gegen die Mikroorganismen vorgegangen werden, die eben hier bei diesen nächtlichen Krämpfen dann beteiligt gewesen sind. Und das sind also für Sie auch ein paar schöne, aber auch hilfreiche Empfehlungen, hoffe ich. Eventuell ist der eine oder andere dann eben auch betroffen und hört das dann eben hier, beziehungsweise wenn Sie uns Fragen stellen, dann im Ticket oder auch in der Telefonstunde, dann können wir auf diese Rückmeldung auch mit zurückgreifen und Ihnen dann uns dann mit den Empfehlungen dann Sie mit unseren Empfehlungen unterstützen. Ja, und ich habe hier die Folie noch mal einmal mit dabei. Wenn es also auch um Ihre Empfehlung geht, Agilcare weiter zu empfehlen, dann möchten wir das sehr gerne honorieren mit einer Tippprovision. Und die Vorgehensweise habe ich Ihnen hier auf dieser Folie notiert. Wir zeigen die Folie immer wieder bei den Vorträgen, so dass ich da jetzt auch heute nicht mehr weiter darauf eingehen möchte, sondern mich dann eher Ihren Fragen widmen will. Hier habe ich auch nochmal unsere Kommunikationswege zu uns notiert. Und wenn Sie möchten, können Sie dann in den Folien darauf zurückgreifen. Einerseits das Ticketsystem. Hier beantworten wir Ihnen zeitnah schriftlich in Form von E-Mail dann Ihre Fragen an uns und auch natürlich für Sie, wenn Sie zwischen Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr bei uns anrufen, dann rufen wir Sie auf jeden Fall zurück. Die Nummer steht hier auf der Folie und ja, lassen Sie es einfach nur einmal klingeln und wir rufen auf jeden Fall zurück. Gut, wunderbar. Ich bin mit meinen Ausführungen hier für Sie am Ende und freue mich nun, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie uns im Chat gestellt haben.